Heute haben wir den Patrick Jochmann von den Körperfreunden bei uns zu Gast und der wird euch ein paar Übungen zur Kräftigung der Hüfte zeigen, damit ihr beim Bouldern auch an die ganz hohen Tritte rankommt. Die erste Übung zum Thema Hüftbeweglichkeit ist die tiefe Hocke. Dazu gehen wir mit der Hüfte so tief, dass die Oberschenkelrückseite die Wade berührt, die Knie könnt ihr nach außen vorne schieben und die Hüfte ist tief. Wenn ihr limitiert seid in der Fußgelenksbeweglichkeit, so wie ich, nehmt die Ferse etwas höher. Wichtig ist mir aber, dass der Oberkörper aufrecht ist. In dieser Position könnt ihr nun verschiedene Übungen mit einbauen. Ihr könnt den linken Ellenbogen ins Knie stellen und dreht den rechten Ellenbogen nach außen raus. Das Ganze im Wechsel nach links und rechts, die Nasenspitze dreht mit dem Ellenbogen mit. Eine andere Übung ist, dass wir beide Ellenbogen in die Knie schieben und so die Hüfte jedes Mal öffnen können. Immer wenn die tiefe Hocke euch zu lange fordert und ihr merkt, das Ganze könnt ihr nicht mehr halten, nehmt die Hände zum Boden, streckt die Hüfte nach oben raus, verharrt kurz in dieser Position und geht dann wieder in die tiefe Hocke runter. Das Ganze könnt ihr vor dem Boulder-Training mit einbauen oder auch jetzt zu Hause. Die zweite Übung, die ich mit euch machen will, ist auch eine ähnliche tiefe Hocke kombiniert mit einer Kniebeuge. Dazu gehen wir in die Kniebeuge runter, möglichst tief. Und wenn wir nach oben rauskommen, strecken wir ein Knie ran und strecken einen Arm raus. Dabei ist es wichtig, dass ihr an eure maximale Beweglichkeit herangeht. Auf der einen Seite mobilisieren wir die Hüfte und auf der anderen Seite stabilisieren wir die Hüfte, indem wir möglichst ganz strecken. Das Ganze im Wechsel links und rechts. Ihr könnt das Tempo frei wählen, aber versucht in der Endposition immer einen kurzen Moment zu verharren und die Hüfte entsprechend zu mobilisieren und zu stabilisieren. Die letzte Übung, die ich mit euch machen will, ist eine Übung, die ihr nicht im Training mit einbauen solltet, sondern in Ruhezeiten. Zum Beispiel, wenn ihr abends einen Film schaut vom Fernseher, dann setzt euch nicht auf das Sofa drauf, sondern setzt euch vielleicht mal vor das Sofa, streckt beide Oberschenkel lang und bleibt in dieser Position sitzen für mehrere Minuten. Ihr solltet dabei eine Dehnung wählen, die euch nicht zu sehr fordert, dass es in einem Bereich ist von, das muss ich jetzt aushalten, sondern so, dass es eine angenehme Position ist und ihr könnt so eure Oberschenkelbeweglichkeit in diesem Fall verbessern. Andere Positionen, die ihr hierfür wählen könnt, ist zum Beispiel der Kniesitz oder der Halbkniestand. Hierbei könnt ihr mit der Hüfte immer wieder nach vorne gehen und das Ganze lösen und auch so eure Hüftbeweglichkeit verbessern. Kleiner Tipp für zu Hause, nehmt ein Sofakissen, packt es unter das Knie, um das Knie etwas zu polstern. Ich wünsche euch nun viel Spaß beim Ausführen der Übungen zur Hüftbeweglichkeit, um so euer Boulder-Training zu verbessern. Und schöne Grüße an alle Boulder-Freunde und sonstigen Sportler in und um Osnabrück.